Kapitel 8 Clemencia stieß einen markerschütternden Schrei aus und versuchte, die Giftschlangen abzuschütteln. Aus den winzigen Bisswunden, die sie hinterlassen hatten, trat eine Flüssigkeit, neonfarben wie die Schlangenhaut. Pink, gelb und blau tropfte es Clemencia über die Finger. Wie aus dem Nichts tauchten Laborassistenten in weißen Kitteln auf. Zwei hielten Clemencia am Boden fest, während ein dritter ihr eine riesige, mit schwarzer Flüssigkeit gefüllte Injektionsnadel in die Haut jagte. Ihre Lippen wurden erst blau, dann blutleer, bevor sie das Bewusstsein verlor. Die Assistenten legten sie auf eine Trage und brachten sie schnell hinaus. Coriolanus wollte ihnen folgen, doch da sagte Dr. Gaul: »Sie nicht, Mr. Snow, Sie bleiben hier.« »Aber ich, Sie«, stammelte er, »wird sie sterben?« »Wer weiß das schon«, sagte Dr. Gaul. Sie hatte eine Hand im Terrarium und strich mit ihren knotigen Fingern leicht über die Tierchen. Ihr Geruch war offensichtlich nicht auf dem Papier. Sie haben das Exposé also ganz allein geschrieben? Ja, Lügen war zwecklos. Wegen einer Lüge musste Clemencia jetzt wahrscheinlich sterben. Offenbar hatte er es mit einer Wahnsinnigen zu tun, bei der man sich genau überlegen musste, was man sagte oder tat. Gut, endlich die Wahrheit. Lügner kann ich nicht gebrauchen. Was sind Lügen anderes als der Versuch, Schwäche zu verbergen? Wenn Sie so etwas nochmal machen, Coriolanus, lasse ich Sie auf der Stelle fallen. Sollte Dekan Highbottom Sie dafür bestrafen, werde ich ihm nicht im Weg stehen. Haben wir uns verstanden? Sie drapierte eine pinkfarbene Schlange wie einen Armreif um ihr Handgelenk und schien entzückt. Absolut, sagte Coriolanus. Ihr Exposé ist gut, sagte sie. Ordentlich durchdacht und leicht umzusetzen. Ich werde vorschlagen, dass mein Team sich damit beschäftigt und wir einen Testlauf machen. Gut, sagte Coriolanus. Umgeben von tödlichen Kreaturen, die er aufs Wort gehorchten, traute er sich nicht mehr zu sagen. Dr. Gaul lachte. Ach, gehen Sie nach Hause oder sehen Sie nach Ihrer Freundin, falls es da noch etwas zu sehen gibt. Ich brauche jetzt meine Cracker mit Milch. Coriolanus eilte so schnell davon, wie er gegen ein Eidechsen-Terrarium stieß und seine Bewohner darin in Panik versetzte. Er lief in die falsche Richtung, dann noch einmal, und fand sich in einer entsetzlichen Abteilung wieder, mit Glaskästen, in denen Menschen vor sich hin vegetierten, denen man Tierteile transplantiert hatte. Kleine Halskrausen aus Federn, Krallen oder sogar Tentakel anstelle der Finger und in der Brust irgendetwas Merkwürdiges, Kiemen vielleicht. Sie erschraken vor ihm, und als einige flehend den Mund öffneten, begriff er, dass es Avoxe waren. Ihre Schreie hallten durch das Labor, als gäbe es dort ein Echo, und über ihnen hockten kleine schwarze Vögel. Schnattertölpel, fiel ihm plötzlich ein. Eine Episode, die mal im Genetikunterricht erwähnt worden war. Das gescheiterte Experiment mit dem Vogel, der menschliche Sprache reproduzieren konnte und für Spionagezwecke eingesetzt worden war, bis die Rebellen seine Talente entdeckten und ihn mit falschen Informationen fütterten. Jetzt schufen die nutzlosen Kreaturen eine Echokammer für die erbarmungswürdigen Schreie der Avoxe. Schließlich fing eine Frau im Laborkittel und mit einer übergroßen rosa Bifokalbrille auf der Nase ihn ab, schimpfte, weil er die Vögel gestört hatte und brachte ihn zurück zum Aufzug. Während er wartete, blinkte eine Sicherheitskamera auf ihn herab, und er versuchte zwanghaft, die einsame, zerknitterte Seite seines Exposés zu glätten, die er in der Hand zusammengeknüllt hatte. Oben nahm Friedenswächter ihn in Empfang, gaben ihm seine und Clemencias Büchertasche zurück und geleiteten ihn aus der Zitadelle hinaus. Coriolanus schaffte es bis zur nächsten Straßenecke, bevor seine Beine nachgaben und er auf den Gehweg sank. Die Sonne stach ihm in die Augen und er konnte nicht ruhig atmen. Weil er in der Nacht zuvor nicht geschlafen hatte, war er erschöpft, gleichzeitig aber aufgeputscht von Adrenalin. Was war da eben passiert? War Clemencia tot? Er hatte kaum Arachnes gewaltsames Ende verarbeitet und jetzt das. Wie bei den Hungerspielen. Aber sie kam nicht aus den Distrikten. Das Kapitol musste sie doch beschützen. Es sei Aufgabe der Regierung, alle Menschen zu beschützen, auch die in den Distrikten, hatte Sejanus zu Dr. Gaul gesagt. Aber wie sollte man das mit der Tatsache in Einklang bringen, dass sie eben noch Feinde gewesen waren? So oder so sollte der Sohn eines Snow oberste Priorität haben. Hätte nicht er, sondern Clemencia das Exposé geschrieben, wäre er jetzt vielleicht tot. Coriolanus vergrub den Kopf in den Händen. Er war verwirrt und wütend, vor allem jedoch hatte er Angst vor Dr. Gaul, vor dem Kapitol.
Er hatte Angst vor allem. Wenn die Leute, die ihn beschützen sollten, ein falsches Spiel mit ihm trieben, wie sollte er dann überleben? Nicht, indem er ihnen vertraute, so viel war sicher. Aber wenn er ihnen nicht trauen konnte, wem dann? Alles war denkbar. Bei der Erinnerung, wie die Schlangen ihre Giftzähne in Clemensias Hand geschlagen hatten, wurde ihm ganz anders. Die arme Clemmy, war sie wirklich tot? Was für ein grausames Ende das wäre. Wäre das dann seine Schuld, weil er ihr die kleine Lüge hatte durchgehen lassen? So ein kleines Vergehen, aber Dr. Gaul würde ihm bestimmt die Schuld zuschieben. Wenn Clemensia starb, dann hatte er ein Problem. Er vermutete, dass man sie ins nahegelegene Kapitolkrankenhaus gebracht hatte, also rannte er dorthin. In der kühlen Eingangshalle folgte er den Beschilderungen zur Notaufnahme. Kaum ging die automatische Schiebetür auf, hörte er Clemensia auch schon schreien. Genau wie nach den Schlangenbissen. Naja, wenigstens lebte sie noch. Er erzählte der Schwester am Empfang irgendetwas und sie verstand so viel, dass sie ihm einen Stuhl anbot. Er hatte sich kaum gesetzt, als ihm schwindelig wurde. Er musste schlimm aussehen, denn sie brachte ihm zwei Packungen Vollkorncracker und ein süßes sprudelndes Zitronengetränk, an dem er eigentlich nur nippen wollte, das er dann aber hinunterstürzte, auf ein zweites Glas hoffend. Der Zucker half ein bisschen, doch er fühlte sich noch zu elend, um die Cracker zu probieren. Und so steckte er sie ein. Als der behandelnde Arzt auftauchte, hatte er sich fast wieder im Griff. Der Arzt beruhigte ihn. Sie hätten schon öfter Opfer von Laborunfällen behandelt. Da das Gegengift sofort injiziert worden sei, könne man davon ausgehen, dass Clemensia durchkommen werde, auch wenn neurologische Schäden nicht ganz auszuschließen seien. Vorerst müsse sie im Krankenhaus bleiben. Er solle in ein paar Tagen wiederkommen, dann könne sie vielleicht schon Besuch empfangen. Coriolanus bedankte sich bei dem Arzt, reichte ihm Clemensias Büchertasche und verfolgte den Rat, nach Hause zu gehen. Auf dem Weg zum Ausgang kamen ihm Clemensias Eltern entgegen und er versteckte sich schnell hinter einer Türöffnung. Er wusste nicht, was man den Dovecotes gesagt hatte und hatte kein Interesse, mit ihnen zu sprechen, schon gar nicht, bevor er sich eine Geschichte zurechtgelegt hatte. Solange er keine plausible Geschichte hatte, und zwar eine, die ihn von jeder Mitschuld an Clemensias Zustand freisprach, war an seine Rückkehr zur Schule oder nach Hause gar nicht zu denken. Tigris würde frühestens zum Abendessen von der Arbeit kommen und die Großmadame wäre über seine Lage nur entsetzt. Seltsamerweise war der einzige Mensch, mit dem er jetzt sprechen wollte, Lucy Gray. Sie war klug und würde nichts schönreden. Seine Füße trugen ihn zum Zoo, noch bevor er über die Schwierigkeiten nachgedacht hatte, die ihn dort erwarteten. Zwei schwer bewaffnete Friedenswächter standen am Haupteingang, weitere liefen hinter ihm herum. Sie hatten Anweisungen, keine Besucher in den Zoo zu lassen und wiesen ihn zunächst ab. Da spielte Coriolanus die Mentorkarte aus und einige erkannten in ihm den Jungen, der versucht hatte, Arachne zu retten. Dank seines Ruhms ließen sie sich überreden, eine Ausnahme zu beantragen. Einer der Friedenswächter sprach mit Dr. Gaul persönlich und obwohl Coriolanus ein paar Meter entfernt stand, hörte er ihr unverkennbares Lachen durchs Telefon. Dann wurde ihm mitgeteilt, dass er in Begleitung eines Friedenswächters hinein dürfe, jedoch nur kurz. Auf dem Weg zum Affenhaus lagen immer noch Gegenstände herum, die die Menschen auf der Flucht verloren hatten. Scharen von Ratten flitzten hin und her und knabberten an allem, von vergammelten Essensresten bis hin zu Schuhen, die in der Panik verloren gegangen waren. Obwohl die Sonne hoch am Himmel stand, stöberten auch Waschbären herum und hoben mit ihren geschickten kleinen Händen Leckerbissen auf. Einer nagte an einer toten Ratte und hielt die anderen mit Drohrufen fern. »Das ist nicht mehr der Zoo aus meiner Erinnerung«, sagte der Friedenswächter. »Kinder in Käfigen und das Ungeziefer läuft frei herum.« Überall am Wegesrand standen unter großen Steinen oder an Mauern kleine Dosen mit weißem Pulver. Coriolanus erinnerte sich an das Gift, das während der Besatzung vom Kapitol eingesetzt worden war, in einer Zeit, in der es wenig zu essen und umso mehr Ratten gab. Menschen, vor allem die Toten, waren ihr tägliches Mahl gewesen, wobei sich Menschen in den schlimmsten Zeiten auch gegenseitig gegessen hatten. Es gab keinen Grund, sich den Ratten überlegen zu fühlen. »Ist das Rattengift?«, fragte er den Friedenswächter. »Ja, irgendein neues Zeug, das sie ausprobieren, aber die Ratten sind zu schlau, die rühren das nicht an.« Er zuckte die Achseln. »Was anderes haben wir aber nicht bekommen.« Im Käfig drängten sich die Tribute, die jetzt wieder in Ketten lagen, an die Rückwand oder hockten zwischen den Felsformationen, als wollten sie möglichst wenig auffallen.
Halten Sie lieber Abstand, sagte der Friedenswächter. Ihr Mädchen ist wahrscheinlich nicht gefährlich, aber wer weiß, vielleicht greift sie ein anderer von denen an. Bleiben Sie außer Reichweite. Coriolanus nickte und ging zu seinem üblichen Stein, blieb jedoch dahinter stehen. Von den Tributen fühlte er sich nicht bedroht. Sie waren sein geringstes Problem. Aber er wollte Dekan Highbottom keine Angriffsfläche bieten. Er entdeckte Lucy Gray nicht sofort. Dann fing er Jessops Blick auf, der an der Wand lehnte und sich etwas an den Nacken hielt, das Coriolanus als sein Taschentuch erkannte. Jessop rüttelte jemanden neben sich und da setzte Lucy Gray sich erschrocken auf. Einen Moment lang schien sie nicht zu wissen, was los war. Als sie Coriolanus entdeckte, rieb sie sich den Schlaf aus den Augen und kämmte die Haare mit den Fingern zurück. Beim Aufstehen verlor sie das Gleichgewicht und musste sich an Jessops Arm festhalten. Immer noch schwankend, die Ketten hinter sich herziehend, kam sie durch den Käfig auf ihn zu. Lag es an der Hitze, am Trauma des Mordes, am Hunger? Da das Kapitol den Tributen nicht zu essen gab, hatten sie seit Arachnes gewaltsamen Tod, als sie das kostbare Essen der Zuschauer wieder von sich gegeben hatte und vermutlich auch den Brotpudding und den Apfel vom Frühstück, nichts mehr zu sich genommen. Seit fast 5 Tagen zehrte sie nun also schon von einem Brot mit Hackbraten und einer Pflaume. Er musste ihr mehr zu essen besorgen, und wenn es Kohlsuppe war. Als sie den ausgetrockneten Graben durchquerte, hob er eine Hand. »Tut mir leid, aber wir dürfen uns nicht näher kommen.« Lucy Gray blieb ein paar Schritte vor dem Gitter stehen. »Wundert mich, dass sie dich überhaupt reingelassen haben.« Ihre Kehle, ihre Haut, ihr Haar, alles schien ausgedörrt in der heißen Nachmittagssonne. Sie hatte einen schlimmen Bluterguss, der am Abend zuvor noch nicht da gewesen war. Wer hatte sie geschlagen? Ein anderer Tribut oder ein Wächter? »Ich wollte dich nicht wecken«, sagte er. »Macht nichts. Jessop und ich wechseln uns mit Schlafen ab. Die Kapitolratten stehen offenbar auf Menschen.« »Die Ratten versuchen, euch zu fressen?« fragte Coriolanus entsetzt. »Tja, in der ersten Nacht hat irgendwas Jessop in den Nacken gebissen. Es war zu dunkel, um zu erkennen, aber er meint, es hatte Fell. Und letzte Nacht ist mir etwas übers Bein gehuscht.« Sie zeigte auf eine Dose mit weißem Pulver, die am Gitter stand. »Dieses Zeug hilft kein bisschen.« Plötzlich sah Coriolanus Lucy Gray vor sich, tot unter einer Horde von Ratten. Die schreckliche Vision zerstörte die letzten Reste vom Widerstand und die Verzweiflung übermannte ihn. Verzweiflung über die Lage, in der Lucy Gray war, er selbst, sie beide. »Lucy, es tut mir so leid. Das alles, es tut mir so leid.« »Du kannst doch nichts dafür«, sagte sie. »Du musst mich hassen. Das solltest du jedenfalls. Ich würde mich hassen«, sagte er. »Ich hasse dich nicht. Die Hungerspiele waren doch nicht deine Idee«, antwortete sie. »Aber ich mache mit. Ich trage dazu bei, dass sie stattfinden können.« Er senkte beschämt den Kopf. »Wenn ich doch wie Sejanus wäre. Der versucht wenigstens rauszukommen.« »Nein, bitte tu das nicht. Lass mich nicht allein.« Sie trat einen Schritt vor, schwankte, suchte am Gitter Halt und sank halb ohnmächtig zu Boden. Ohne einen Gedanken an die Warnung des Friedenswächters zu verschwenden, stieg er über den Stein und kniete sich ihr gegenüber. »Alles in Ordnung?« Sie nickte, aber sie sah nicht gut aus. Eigentlich hatte er ihr von dem Zwischenfall mit den Schlangen erzählen wollen und wie knapp Clemencia dem Tod entronnen war. Er hatte gehofft, sie um Rat fragen zu können. Doch was war das alles im Vergleich zu ihrer Situation? Die Vollkorncracker, die er von der Krankenschwester bekommen hatte, fielen ihm ein und er fummelte in den Taschen nach den zerdrückten Packungen. »Schau mal, die habe ich dir mitgebracht. Sie sind nicht groß, aber sehr nahrhaft.« Wie bescheuert das klang. Was interessierte sie der Nährwert? Ihm wurde bewusst, dass er nur nachplapperte, was seine Lehrer während des Krieges immer gesagt hatten, um die Kinder bei Laune zu halten. Der Gratis-Snack, den die Regierung ausgab, war ein Ansporn, zur Schule zu gehen. Die harten, faden Dinge, die man nur mit viel Wasser herunterkriegte, waren alles, was manche Kinder den ganzen Tag zu essen bekamen. Er erinnerte sich an die kleinen, clownartigen Hände, mit denen sie die Verpackung aufgerissen hatten, und an das verzweifelte Knabbern, was darauf folgte. Lucy Gray riss sofort eine Packung auf und stopfte sich einen der beiden Cracker in den Mund. Sie kaute und schluckte das trockene Ding mühsam herunter. Sie hielt sich den Bauch, seufzte und ließ sich mit dem zweiten Cracker mehr Zeit. Das Essen schien sie aufzurichten, sie konnte ruhiger sprechen. »Danke«, sagte sie, »das hat gut getan.« »Ist die anderen auch noch?«, drängte er und zeigte auf die zweite Packung.
Sie schüttelte den Kopf. Nein, die bewahre ich für Jessup auf. Er ist jetzt mein Verbündeter. Dein Verbündeter? Fragte Coriolanus verblüfft. Wie konnte man bei den Hungerspielen einen Verbündeten haben? Ja, die Tribute von Distrikt 12 gehen gemeinsam unter. Er ist nicht der hellste Stern im großen Wagen, aber stark wie ein Ochse. Zwei Cracker waren ein kleiner Preis für Jessups Schutz. Sobald ich kann, besorge ich dir mehr. Und demnächst ist es auch erlaubt, Essen in die Arena zu liefern. Das ist jetzt offiziell. Das ist gut. Mehr Essen ist gut. Sie beugte den Kopf vor und lehnte sich an die Gitterstäbe. Dann wäre es vielleicht wirklich nicht schlecht zu singen, wie du gesagt hast. Vielleicht wollen die Leute mir dann helfen. Beim Interview, schlug er vor, da könntest du das Lied vom Tal noch einmal singen. Vielleicht. Sie legte nachdenklich die Stirn in Falten. Wird das in ganz Panem gezeigt oder nur im Kapitol? Ich glaube, in ganz Panem, sagte er. Aber aus den Distrikten wirst du nichts kriegen. Hatte ich auch nicht erwartet. Darum geht's nicht, sagte sie. Aber vielleicht singe ich wirklich. Mit Gitarre oder so wäre das natürlich besser. Ich kann versuchen, dir eine zu besorgen. Nicht, dass es bei den Snows irgendwelche Musikinstrumente gegeben hätte. Vor Lucy Gray hat es in seinem Leben, bis auf die tägliche Hymne der Großmadame und die Wiegenlieder seiner Mutter, vor langer Zeit wenig Musik gegeben. Den Radiosender des Kapitols mit seinen Märschen und Propagandaliedern hörte er nur selten. In seinen Ohren klangen sie alle gleich. »Hey«, der Friedenswächter winkte ihm zu, »das ist viel zu nah. Die Zeit ist jetzt auch um.« Coriolanus stand auf. »Wenn ich will, dass die mich noch reinlassen, gehe ich jetzt besser.« »Ja, klar, und danke. Für die Cracker und so.« Lucy Gray zog sich an den Gitterstäben hoch. Er fasste durch das Gitter, um ihr aufzuhelfen. »Nicht der Rede wert.« »Für dich vielleicht nicht«, sagte sie. »Aber für mich bedeutet es unendlich viel, wenn jemand gekommen ist, als wäre ich wichtig.« »Du bist wichtig«, sagte er. »Na, das hier beweist aber so ziemlich das Gegenteil.« Sie rasselte mit den Ketten und zog daran. Dann, als würde ihr plötzlich etwas einfallen, schaute sie zum Himmel. »Für mich bist du wichtig«, beharrte er. Das Kapitol wusste sie vielleicht nicht zu schätzen, aber er sehr wohl. Hatte er ihr gerade nicht sein Herz ausgeschüttet? »Zeit zu gehen, Mr. Snow«, rief der Friedenswächter. »Du bist mir wichtig, Lucy Gray«, wiederholte er. Jetzt sah sie ihn wieder an, doch sie schien immer noch so weit weg. »Hör mal, Junge, ich würde dich ja nur ungern melden«, sagte der Friedenswächter. »Ich muss jetzt los.« Coriolanus wandte sich zum Gehen. »Hey«, rief sie mit einer plötzlichen Dringlichkeit. Er drehte sich um. »Hey«, ich glaube nicht, dass du nur wegen Ruhm und guter Noten hier bist. Du bist ein seltener Vogel, Coriolanus. Du auch, sagte er. Sie nickte und schleppte sich zurück zu Jessup. Ihre Ketten hinterließen eine Spur in dem Schmodder aus schmutzigem Stroh und Rattendreck. Sie legte sich neben ihren Partner und rollte sich zusammen, als hätte die kurze Begegnung sie völlig erschöpft. Auf dem Weg zum Ausgang stolperte Coriolanus zweimal. Er war zu müde, um sich eine gute Lösung für was auch immer zu überlegen. Jetzt war es so spät, dass es nicht auffällig war, wenn er zu Hause auftauchte. Also machte er sich auf den Heimweg. Zu seinem Pech lief er seiner Mitschülerin Persephone Price in die Arme, der Tochter jenes berüchtigten Nero Price, der damals das Bein des Dienstmädchens gegessen hatte. Da sie Nachbarn waren, gingen sie zusammen. Sie war die Mentorin von Mitzen, einem kräftigen 13-Jährigen aus Distrikt 4, und hatte mitbekommen, wie er und Clemencia aus dem Kurs gerufen worden waren. Er fürchtete ein Gespräch über das Exposé, aber sie war immer noch so bestürzt über Rachnes Tod, dass sie kein anderes Thema hatte. Normalerweise ging er Persephone aus dem Weg, weil er sich jedes Mal unweigerlich fragte, ob sie damals im Krieg wohl gewusst hatte, woher das Fleisch in ihrem Eintopf stammte. Eine Zeit lang hatte er sich von ihr gefürchtet, doch mittlerweile fand er sie nur noch abstoßend, so oft er sich auch sagte, dass sie dafür ja nichts konnte. Mit ihren Grübchen und den grünbraunen Augen war sie hübscher als alle anderen Mädchen aus der Jahrgangsstufe. Clemencia vielleicht ausgenommen. Clemencia vor dem Schlangenbiss. Doch bei der Vorstellung, sie zu küssen, gruselte es ihm. Selbst jetzt, als sie ihn zum Abschied tränenreich umarmte, konnte er nur an das abgesägte Bein denken. Er schleppte sich die Treppe hoch, seine Gedanken dunkler denn je bei der Erinnerung an das arme Dienstmädchen, das auf der Straße vor Hunger zusammengebrochen war. Wie konnte er hoffen, dass Lucy Gray es schaffte? Sie wurde so schnell schwächer, kraftlos und verstört, verletzt und gebrochen. Doch vor allem starb sie einen langsamen Hungertod.
Morgen konnte sie vielleicht schon nicht mehr aufrecht stehen. Wenn er keinen Weg fand, ihr etwas zu essen zu bringen, war sie tot, bevor die Hungerspiele begannen.